Deutschlandfunk, Sternzeit. 9. September. 17 Menschen gleichzeitig im All. Kürzlich befanden sich erstmals 17 Menschen gleichzeitig in der Erdumlaufbahn. Ein Weltrekord, an dem 6 Menschen aus China, 5 aus den USA, 3 aus Russland, 2 aus Saudi-Arabien und einer aus den Arabischen Emiraten beteiligt waren. Meist befinden sich 7 Frauen und Männer auf der Internationalen Raumstation und 3 auf der chinesischen Station Tiangong. Für 2 Tage Ende Mai herrschte in den Modulen einiges Gedränge. Auf der ISS war die 4-köpfige Crew der privaten Mission Axiom 2 zu Gast. Bei Tiangong erfolgte gerade der Wechsel der Besatzung. Die 3 Neuen waren bereits im All, die 3 Vorgänger noch nicht zurück auf der Erde. Geht es nach den hochfliegenden Plänen mancher Unternehmen, dann ist bald von ganz anderen Zahlen von Weltraumreisenden die Rede. Ende des Jahrzehnts sollen einige Menschen für Wochen oder Monate auf dem Mond leben, während auch die Stationen im Erdorbit noch in Betrieb sind. Zudem denken manche Firmen an Hotels in der Umlaufbahn. Auch da wäre die Gästezahl von 17 schnell überschritten. Das Unternehmen SpaceX setzt gar auf den Start von hunderten Menschen pro Tag ins All. Es entwickelt gerade das Raumschiff Starship, das die astronautische Raumfahrt revolutionieren soll, mit Gruppenreisen in den Orbit und Touren zum Mond oder gar zum Mars. Ob es in den nächsten 10 Jahren wirklich zu einem neuen Aufbruch in den Weltraum kommt, ist noch ungewiss. Womöglich hält der Rekord der 17 Menschen länger, als manche denken.